Muss man Grammatikregeln auswendig lernen, um eine Sprache fließend zu sprechen? Nein, mit der natürlichen Methode braucht man keine Regeln auswendig lernen. Wer brauchen ohne zu gebrauchen, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Klugscheißer. Aber du hast recht. Mit der natürlichen Methode braucht man keine Regeln auswendig zu lernen. Die deutsche Sprache ist so kompliziert, dass wir Deutschen sogar ein paar Sprüche haben, um uns bestimmte Regeln zu merken. Heute stelle ich dir ein paar lustige Eselsbrücken vor. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Um die deutsche Grammatik zu erwerben, nicht zu lernen, zu erwerben, ist es notwendig, dass du verständliche Inhalte konsumierst. Wie zum Beispiel dieses Video. Das Ziel sollte es sein, dass das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du verständlich finden würdest. Ja? Das heißt, du solltest ungefähr 70% verstehen und dann erwirbst du den Rest durch den Zusammenhang. Die erste Eselsbrücke. Wer brauchen ohne zu gebrauchen, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Okay, nochmal langsam. Wer brauchen ohne zu gebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Wer brauchen ohne zu gebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Dieser Spruch ist, wie du gemerkt hast, auch ein Zungenbrecher. Und es ist ein sehr nützlicher Spruch, weil das Wort brauchen manchmal falsch benutzt wird. Brauchen hat mehrere Bedeutungen. Wenn es im Sinne von müssen benutzt wird, dann muss man den sogenannten erweiterten Infinitiv benutzen. Das heißt, irgendwo quetscht man ein zu mit herein. Das brauchen wir nicht zu machen. Du brauchst nur den Anweisungen zu folgen. Aber bei anderen Bedeutungen braucht man kein zu. Bei anderen Bedeutungen benötigt man kein zu. Ich gehe einkaufen. Brauchen wir noch Milch? Benötigen wir noch Milch? Hier ist kein zu vorhanden. Aber ansonsten, wenn man brauchen im Sinne von müssen gebraucht, dann gilt, wer brauchen ohne zu gebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Eselsbrücke Nummer 2. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Wer nämlich mit H schreibt, ist dumm. Dieser Spruch ist nützlich. Die deutsche Rechtschreibung ist nämlich schwer. Die deutsche Rechtschreibung ist bekanntlich schwer. Eine zweite Bedeutung von nämlich. Es gibt vier Jahreszeiten. Nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt vier Jahreszeiten und zwar Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Eselsbrücke Nummer 3. Doppel-A, das ist doch klar, sind in Waage, Haar und Paar. Aber in klar, da stört kein Haar. Ich hoffe, dieser Spruch ist klar. Also leicht nachzuvollziehen.
Ich hoffe, dieser Spruch ist klar. Mit anderen Worten, ich hoffe, dieser Spruch ist leicht nachzuvollziehen. Da stört kein Haar. Ergibt nicht viel Sinn. Aber die Bedeutung ist klar. Klar wird nur mit einem A geschrieben. Doppel-A, das ist doch klar, sind in Waage, Haar und Paar. Aber in klar, da stört kein Haar. Eselsbrücke Nummer 4. Kannst du für das auch dieses oder welches schreiben, muss das S einfach bleiben. Ein ähnlicher Spruch lautet, setz dieses oder welches ein, dann schreibe das mit einem Bein. In diesem Spruch geht es um die Unterscheidung von das mit einem S und das mit zwei S. Dies ist eine Unterscheidung, die besonders für Deutschlerner sehr schwierig ist. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich weiß, dass es so ist. Hier wird das mit 2s geschrieben, weil der Satz keinen Sinn ergibt, wenn man das durch dieses oder welches ersetzen würde. Ein zweites Beispiel. Ich mag das Kleid, das du jetzt öfters anziehst. In diesem Satz kann man das ersetzen. Und zwar mit welches. Ich mag das Kleid, welches du jetzt öfter anziehst. Das dritte Beispiel. Das Kind ist glücklich. Hier wird das auch nur mit einem S geschrieben, weil ich das Wort das mit dieses ersetzen kann. Dieses Kind ist glücklich. Eselsbrücke Nummer 5. Chen und Lein machen alle Dinge klein. Im Deutschen kann man die Endungen Chen und Lein benutzen, um ein Wort kleiner zu machen. Ich kann zum Beispiel eine große Streichholzschachtel haben und ein kleines Streichholzschächtelchen. Dadurch, dass ich Streichholzschächtelchen sage, meine ich eine kleinere Version. Ich meine eine kleine Streichholzschachtel. Es gibt noch viele weitere solcher Sprüche. Es gibt noch viele weitere Eselsbrücken. Zum Beispiel, die Mehrzahl von Azalee ist Azaleen, die von Kaktus, nicht Kaktusse, sondern Kakteen. Beides sind Pflanzen. Den Tiger, sprich mit langem I, jedoch mit IE, schreib ihn nie. Du, dir, dich und dein schreibt man jetzt klein. Sie, ihnen und ihr aber weiterhin respektieren. Ich hoffe, diese Eselsbrücken waren nützlich für dich. Und jetzt weißt du auch, was eine Eselsbrücke ist. Eine Eselsbrücke ist ein Spruch, um sich etwas besser zu merken. Ich hoffe, es war hilfreich und wir sehen uns morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Es gibt einen Weg, wie du mir helfen kannst und es kostet dich wirklich nur ein paar Sekunden. Bitte like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Das würde mir sehr viel helfen. Und like bitte auch all die anderen Videos, die dir geholfen haben und die du magst. Ja? Oft vergessen wir das, einfach YouTube-Videos zu liken. Ich vergesse es auch oft. Deswegen diese kurze Erinnerung. Bitte like dieses Video und auch alle anderen Videos, die dir gefallen. Das wäre total super. Vielen Dank. Tschüss und bis morgen.